heiße ich euch alle herzlich willkommen beim Verein Naturlichtenergie e.V. Naturlichtenergie e.V., den haben wir gegründet, weil wir sehen, dass einfach so viel schief läuft. Es wird alles so künstlich gemacht. Und wir haben gesagt, wir müssen einfach wieder mal was ganz einfach machen und ganz natürlich. Und das sieht man dann auch da herin. Am Boden, an den Wänden, an der Treppe, am Ofen. Das sind alles Seminare, was wir gemacht haben. Da kann man bei uns dann auch immer teilnehmen und mal mitmachen, damit man sieht, wie das funktioniert. Dann beschäftigen wir uns mit dem Bodenaufbau, also mit Terra Preta, wie man die Kohle herstellt. Ja, und ja, alles, was das Leben betrifft, im Prinzip machen wir hier im Verein. Auch, ja, wir beschäftigen uns auch mit den Veden zum Beispiel, deswegen auch die Bilder da. Das sind alles unsere, von unseren Vorfahren. Und da haben wir auch manchmal Seminare. Aber das schreiben wir, ich denke, das kriegt dann auch jeder. Und wenn jemand dann wieder mal teilnehmen möchte, kann er das gerne tun. Freuen wir uns, wenn ihr da seid. Aber das heute, der Vortrag heute, ich denke, der ist für uns mit das Wichtigste, was überhaupt die nächste Zeit ansteht, dass man das andere einfach weitermachen kann. Lehmbau, Lehmputz und so weiter, wie man dann Abfall spart oder überhaupt keinen Müll mehr produziert, sondern einfach alles wieder verwenden kann. Und das ist uns wichtig und ja, gut. Wer ist dann? Viel Spaß wünsche ich euch heute. Danke.